Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und Smaragd Synchrolog. Die Teams sind bereit, glaube ich. Vielleicht bis auf die Tatsache, dass ich das falsche Pokémon vorne habe. Aber okay. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. So. Quiekel. Mit wem fange ich denn überhaupt an? Habe ich mir auch noch gar nicht überlegt. Ich nehme erstmal Makuhita weiter. Und Kilia. So. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Egal. So. Teams sind bereit. Vieles ist nicht unbedingt passiert. Ja, und der Plan ist für heute beide Arenen, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier in Smaragd in den nächstbesten Trainer reinrenne, so, damit ich in Feuerrot in Ruhe nach den Schaltern suchen kann. Ich habe so die Musik von Feuerrot, weil ich mir so dachte, hey, da wirst du bestimmt zuerst zum Arenaleiter kommen. Die Theorie dahinter ist bestimmt gut. Praktisch kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass ich in Smaragd zuerst mit dem Arena-Leiter lande, weil das Rätsel hier zu lange braucht. Man weiß es ja leider nicht immer. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Habe ich... Oh, das ist so eine Idealposition. Am liebsten würde ich jetzt ein Safe-Set setzen, weil ich habe jetzt eine 50-50 Chance, den richtigen zu erwischen. Es ist immer einer der angrenzenden. Müsste also der hier oder der hier sein. Nehmen wir den? Ja, meine Güte, First Try. Was ist denn hier los? Dass ich jetzt 8 Pokémon, und ja, 8 Pokémon von 6 in meinem Team beim Arenaleiter verliere. Ganz klar, anders lässt sich das nicht mehr erklären. So, der Plan ist ziemlich simpel. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Kamaup macht das mit Intensität. Ich wusste nicht, dass Kamaup auf dem Level Intensität hat, aber es hat Intensität. Also, ja, nicht. Das, ganz ehrlich, ich gebe Bob 2 Minuten, dann ist der platt. Ja, wobei, wenn ich in den Trankbereich haue, was da durchaus passieren könnte. Aber, ne? Also, Bob, ich hatte gar keine Chance. Deswegen, wenn jemand Probleme macht, wird es Walter sein. Aber da habe ich einen soliden Plan, denke ich. Ich überlege sogar, ob ich nicht eher die Zeit des Lichtschilds nutze. Ich habe immer den Plan, Lichtschild und dann Kelia reinschicken. Oder ob ich die Zeit dann einfach nutze, um mich mit Gedanken gut hochzuboosten. Dann habe ich auch Spezialverteidigung noch und nöcher. Und meine Konfusion macht mehr Schaden. Warum eigentlich nicht? So. Zack. Damit haben wir es. Und das war weniger Schaden als gedacht. Ich habe jetzt aber natürlich auch nicht gesehen, welche Intensität das war. Also wie stark. Ultraschall. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Intensität 6. Ja. Also auch beim Training hatte ich mit Intensität nicht viel Glück. Da waren einige Vieren dabei. Was, glaube ich, sogar das Schwächste ist, was passieren kann. Also fehlte doch Stärke ein bisschen, noch ein bisschen was. Ich habe mir so gedacht, hey, vielleicht hebt das sich für einen Arenaleiter auf. Na, scheint gut zu funktionieren. Jetzt kriege ich das nicht hin, wie ich es gerne hätte. So. Oh ne, Doppelteam, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ist natürlich auch doof. Aber wenn ich treffe. Intensität 5. Kamaup. Da muss. Okay, es reicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber da muss noch ein bisschen was kommen, weißt du? Ne? Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Irgendwie kann ich Hamburger Akzent nicht so gut. So. Komm, mal gucken, da steht das durch. Zuversichtlich, Reitschuppen. Und das war das Signature. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hatte Bob überhaupt für Pokémon? Ich bin jetzt irgendwie von Magnetilo oder Magneton ausgegangen, weil halt Elektro ein bisschen das Beste eingefallen. Aber stimmt, das ist Raichu. Habe ich vollkommen verpennt. Und Doppelteam. Du bist kein Arena-Leiter, du bist ein Arschloch. Bob. Und wieder nur 6. Ey, komm schon, Kamaup. Wenigstens der Epicness halber. Hau mal eine 10 raus. Das funktioniert ja, deswegen. Ich hab nicht wirklich was, worüber ich mich beschweren kann. Geht daneben. Sehr gut. Trank.
Gehen auf Nummer sicher. Ich meine, ich habe immer noch Quiekel, deswegen an sich kein Problem, aber ich will das Risiko an sich nicht eingehen, Quiekel einzusetzen. Das ist echt viel Schaden übrigens für einen Zugkeep. Ich will das Risiko nicht eingehen, Quiekel einzusetzen, weil ich mir so denke, ja, komm, 8, das wäre nice. Ja, nice, damit ist Bob vorbei. Weil ich glaube, Quiekel hält weniger aus. Ich habe jetzt die Verteidigungswerte, muss ich mir jetzt angucken, um das für dich zu bestätigen, aber ich glaube, Quiekel hält weniger aus. Deswegen wollte ich das nicht gerne. Deswegen war Kamob jetzt eine gute Chance. Jo, das lief gut. Das lief ziemlich gut. Hier machen wir es jetzt mal so, dass ich heile. Das gilt noch als zweites Item, weil die Kämpfe jetzt gerade gleichzeitig stattfanden. TM34, muss ich gleich mal nachgucken, was das ist. Bin ich jetzt natürlich neugierig. Es ist sicherlich nicht Schockwelle. Feuer? Nice, eine Drachenattacke war doch nicht. Und dann nicht mal eine schwache. Für Schlupuk wäre es doch glatt eine Überlegung wert. Moment, mal kurz. Einmal komplett aus dem Inventar raus. Dankeschön. So, und Konfusion auf Volby, denke ich mal. Okay, alles da. Dann könnte ich eigentlich gerade mal eben die Musik wechseln. Denn auf der anderen Seite ist ja gerade eben interessanter mit der Arena. Ja, also Bob lief ziemlich genau so easy ab, wie ich es erwartet habe. Der letzte Kampf, der macht mir jetzt gerade so ein kleines bisschen Probleme. Irgendwie, ja, Volby, das ist auch nicht so praktisch gerade, die Käfer-Pokémon. Ich meine, das ist auch so eine Sache. Wenn ich Doppelkämpfe sehe, mache ich sie gerne als Doppelkämpfe. Auch wenn es eigentlich ja schlauer wäre, das nicht zu machen, weil Einzelkämpfe eigentlich schon aus rein taktischer Sicht einfacher sind. Ich glaube, Tackle. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, Tackle ist besser. So, ich habe sogar wirklich überlegt, ob ich. Das Brühe. Ah, ich verstehe, okay. Ich habe bereits überlegt, ob ich. Das würde ich eigentlich gerade sagen, genau. Ob ich Rabauts ins Team nehme, auch so wegen Magnetilo und so. Habe ich ja jetzt nicht gemacht. Ich war, glaube ich, einkaufen. Ne? Habe ich jetzt. Ja, Inventar ist aussortiert. Ja, hier, ich habe Tränke, ich habe Schutz. Und erst jetzt sind die Tränke natürlich resettet. So, es wird. Hier gehe ich jetzt in die Höhle. Das heißt aber auch, dass ich hier jetzt gerne nochmal schnell ins Poké-Center gehen würde. Was natürlich genau auf der anderen Seite liegt. So, denn jetzt muss ich ja nochmal vorher einen Blitz holen. Ich hatte ja vorher keinen Zerschneider. Deswegen, die Idee war nett, hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Kein Schutz mehr, nicht schlimm. Wir setzen einfach einen neuen ein. Den Knopf. Den Knopf und den Knopf. So. Und schon sind wir da. Nochmal das Team checken. Ich weiß nicht, womit der Anf... Level 29? Das müssen die Diktri sein. Kamops langsam. Gut möglich, dass ich hier nicht fliegen kann. Und ich will keinen Blubber abkriegen. Nehmen wir Geradax. Geradax dürfte schnell sein. Okay. Achso, genau. Oh, Bären. Gar nicht dran gedacht. Aber ganz ehrlich, ich gebe Kirlia... oh, Walzer ist auch cool. Ich gebe Kilian eine Amarena-Beere. Oder Amarena? Amarena, ja. So. Amarena, so. Wir müssen ja keine Paralyse übermäßig riskieren. Die Frage ist, es wird dich. Hier wäre ich jetzt sogar eigentlich lieber Level 24, gebe ich ehrlich zu. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Die große Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist... Will ich mit Makuhita starten? Oder mit Elikit? Das Problem ist, ich bin mir sicher, er hat einen Magnetilo. Ich bin mir ziemlich sicher.
Und da will ich mit beiden nicht gegenkämpfen. Weder mit Elikid noch mit Kelia eigentlich. Ich glaube aber, er fängt mit Frizzleblitz an. Das bedeutet, ich fange mit Elikid an, hau den Lichtschild raus. Den Lichtschild, das Lichtschild, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und werde dann wechseln auf Kelia und Gedankengut spammen. Habe ich 10? Nein! Oh, schade, ich dachte, das geht. Aber er fragt tatsächlich nicht den nationalen... Ich meine, es ergibt irgendwie Sinn. Er fragt nicht den nationalen Dex ab, weil ich den normalerweise hier nicht haben sollte. Er fragt den Kanto-Dex ab. Das ist... Er fängt übrigens mit Voltoball an. Da habe ich nicht gerechnet. Das ist aber schlecht, weil ich mir 100% sicher bin, dass Level 20 Voltoball Finale hat. Das bedeutet, ich muss es erst besiegen. Ich bin mir relativ sicher, dass es keinen Volt-Absorber haben kann, deswegen bin ich jetzt mal neugierig. Wie viel Schaden mache ich mit Donnerschlag? Los, Neugier. Ist gar nicht mal so schlecht. Funkensprung ist hier zum Glück noch speziell. Ist also alles im Rahmen meines Plans, könnte man sagen. Habe ich hier noch was? Vielleicht ein verstecktes, weiß ich gerade nicht. Ist egal. Ich meine, das Gute ist, Elikid nimmt halt keinen Schaden. Nicht von Funkensprung. Und da, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass es Finale hat. Und natürlich killt das. Oh, Finale ist so mies. Finale ist so mies. Ja, damit ist es blöderweise der ganze Plan dahin. Ich hab jetzt irgendwie gehofft, hey, Arenaleiter, der hat schon kein Finale. Ja, Pustekuchen, das ist Level 20, also als Finale. Ich glaube, es lernt sogar auf Level 20, was das eigentlich fies an der ganzen Sache ist. Oh, scheiße. Wobei man dazu sagen muss, lieber so. Ganz ehrlich, lieber so. Als dass es Kelia trifft. Zum einen, weil ich immer noch sagen muss, ich mag Gardevoir einfach mehr. Das ist jetzt, ja, ist halt einfach so. Aber vor allen Dingen, weil, ich halte meine Chancen mit Kelia für deutlich höher. Wie hieß es hier? Voltenso zu besiegen, als mit Elikid. Klingt vielleicht komisch, aber ich glaube wirklich, dass die Chancen besser stehen. Weil ich vor allem davon ausgehe, dass er gegen Kelia quasi ausschließlich Schockwelle einsetzen wird. Und ja, Gedanken, was soll Schockwelle schon machen? Er hat auch Magneton, okay? Alles klar. Das ist so ein Problem. Walter ist in Rubin und Saphir jetzt als Arenaleiter völlig okay. Sag ich mal, das kann man mitarbeiten. Der hat, finde ich, in Smaragd durch das Voltenso. Ich glaube, das Voltenso ist neu. Der Rest ist, glaube ich, gleich geblieben. Aber dadurch hat er einen ziemlichen Schub nochmal bekommen. Das ist ziemlich mies. Das bedeutet übrigens jetzt ganz einfach, dass ich Blitz nicht haben kann. Das ist jetzt... Alter, das ist viel zu viel. Viel, viel zu viel. Jetzt hätte ich gerne ein Lichtschild, ne? Und der ist kein Thema. Das ist zu wenig. Du bist tot. Oh, hier 37. Das wäre ein super Wert gewesen. Ich kann wechseln. Aber davon habe ich leider nichts. Das ist das Problem. Quiekel. Ich habe echt überlegt, Quiekel rauszunehmen, aber... Ich habe jetzt einen Trank auch verschwendet, muss man dazu sagen, weil ich habe echt erwartet, dass Makuhita weniger Schaden nimmt. Falls ich jetzt nicht gerade übersehen habe, dass es ein Volltreffer war oder so. Aber das war zu viel. Da kann ich nicht drin bleiben. Ich muss jetzt Kelia einsetzen und dann Gedanken gut machen. Ansonsten habe ich, glaube ich, wirklich keine Chance. Fürchte ich. Das bedeutet aber leider auch, dass Kelia jetzt eben diese eine Schockwelle. Okay. Alles klar. Ich hätte Rabauts mitnehmen sollen, dann hätte ich jetzt vielleicht einen Kikli oder von mir so einen Noctua. Eigentlich egal was.
Auch ein Kampf-Pokémon wäre vielleicht gut gewesen. Wobei ich nicht weiß, wie schnell die sind. Kann sein, dass das auch nichts gebracht hätte, aber das sieht gerade sehr schlecht aus. Also, Fakt. Wenn Kilia so viel Schaden nimmt von Magneton, bin ich mir sicher, dass Voltenso mindestens den gleichen Schaden macht, wenn nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob Voltenso nicht vielleicht sogar physisch stärker war, das macht hier aber nicht viel Unterschied. Also, auf dem Level ist das sowieso relativ egal noch. Das heißt, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das sieht jetzt leider echt nicht gut aus. Ich setze jetzt Quicklen, allein wegen der Immunität natürlich. Aber wenn er jetzt nur Elektroattacken hat, dann schaffe ich das. Es wird ewig dauern und ich laufe Gefahr. Naja, Superschall, das ist schon schlecht. Ich glaube nicht mal, dass Quicklen das schaffen könnte, weil ich wahrscheinlich. Es wird nicht genug Schaden machen, selbst wenn ich es. Selbst wenn ich angreifen kann, wird Quicklen selbst zu wenig Schaden machen. Und ja, er hat Ultraschall, damit habe ich. Ich habe verloren. Ich kann den nicht besiegen. Ich mache keinen Schaden. Deckel macht genauso wenig. Ich meine, es weiter Pulverschnee, einfach in der Hoffnung, ihn einzufrieren oder so. Ich weiß auch nicht. Quicklen nicht mehr verwirrt. Yay, toll. Bringt so auch nichts. Ich würde jetzt für Quicklen auch keinen Trank opfern, aber was sollte ich tun? Was sollte ich tun? Ich sehe gar nicht, wie ich das gewinnen soll. So ein Scheiß. Nidorina einsetzen. Nidorina ist. Tankt auch nichts. Ich wünschte jetzt, ich hätte Mondstein. Nidoqueen wäre es ja kein Thema. ja, tschüss, Quiekel. Ich muss jetzt Pokémon opfern und dann. Ich meine, das Problem ist, wir reden hier von einem Magneton. Das ist auch zu schnell. Ich habe kein Pokémon, was schneller ist. Demnach habe ich leider, glaube ich, jetzt wirklich gar keine Chance mehr. Und das Allerschlimmste ist halt, danach kommt noch ein Pokémon. Das ist. Ich kämpfe jetzt so ein bisschen auf verlorenem Posten. Ach, ganz ehrlich, was auf der anderen Seite passiert, ist jetzt auch egal. Da geht daneben. Okay, Moment. Wenn ich jetzt ganz, ganz viel Glück habe, kann ich das noch reißen? Nein, es reicht aber leider nicht mal aus. Schlaf, Bruder. Oh Gott, stimmt, er hat ja Tränke. Ja, gut. Also, ich sag's mal so. Wenn ich jetzt so viel Glück habe, dass er jetzt, weiß nicht, aus irgendeinem Grund einfach Donnerwelle spammt und nichts anderes mehr macht. Oder jetzt Ultraschall einsetzt. Auch das, warum sollte er? Dann habe ich vielleicht eine Okay, ja, doch. Okay, ich habe Magneton besiegt. Aber. Ganz großes Aber. Was mache ich mit Voltenso? Voltenso wird. Das behaupte ich jetzt, ist ein Fakt. Voltenso wird zu viel Schaden machen. Das. Ich will es am liebsten einfach heilen. Ein Supertrank auf Kilia, aber was bringt mir das? Wenn ich schneller wäre, was bei einem Voltenso wahrscheinlich ist, ich weiß nicht, wie schnell Voltenso ist, aber ich bin mir sicher, dass es schneller ist als alles, was ich dabei habe. Elektro-Pokémon sind halt gerne mal schnell. Wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich versuchen können, es zu flinchen, aber. Ich habe sogar überlebt. Ich hätte Giftstachel machen sollen, vielleicht hätte ich es vergiftet. Wobei. Stopp. Riecht. Vergiftet bei Berührung. Wenn jetzt Berührung machen würde, wäre geil. Das war 28 und ich habe überlebt. Das bedeutet, Kilia sollte einem Angriff standhalten. Paralyse kein Problem wegen Amrena-Bären. Ich habe das gesamte Team mit Amrena-Bären ausstatten sollen, mal davon abgesehen gerade. Das bedeutet, dass ich jetzt Nidorina opfern werde.
um Kelia zu heilen. Ja, er macht Nidorina platt. Das war einkalkuliert. Bitte sei vergiftet. Schade, das wäre jetzt gut gewesen. Das wäre wirklich gut gewesen. So. Ich sollte ohne Probleme einen Move rauskriegen. Ich werde nicht Doppelteam machen, das wäre Verschwendung, weil Schockwelle 100% hat. Die trifft immer. Damit könnte ich einem Ruckzuckhieb vielleicht entgehen. Toll. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Apropos, Ruckzuckhieb macht mehr Schaden, weil er einen Jauler drin hat. Das ist natürlich auch ungünstig. Aber ich bin mir sicher, er wird wieder auf Schockwelle umgreifen. Das bedeutet, ich mache jetzt Gedankengut. Und wenn es wenig genug Schaden macht, habe ich eine Chance. Leck mich, Spiel. Ey, komm. Das ist asozial. Kriegst du das Magnet und so da und denkst du so, oh mein Gott, vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Volltreffer, Ende. Ach komm schon, das war doch unfair. Spiele auf mich zu trollen. Ja gut, nee, also. Ich habe schon vergessen, habe ich noch, ich glaube, einen Trank habe ich noch. Den benutze ich jetzt gar nicht. Ich gebe auf. Ich kriege das mit Voltenso nicht besiegt. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Ich kriege das nicht down. Nicht mit dem Pokémon, die ich noch habe. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, Wieso zu trainieren, muss ich auch dazu sagen. Klar. Schade. Das war so. Das war fies. Das war fies. Yay, ein Angriff nur überlebt. Toll. Und natürlich Statik. Ach komm. Oh. Zumindest ist es irgendwie witzig, das Ende. Irgendwie ist es witzig, ja. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Alles klar. Ich sollte nicht lachen, das ist sehr... Ah, komm schon. Ja, gut. So ein Scheiß. Alles klar, verloren. Und ich werde jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Dafür war es einfach zu weit. Es war zu weit, da ist es. Nein. Nein. Einfach nein. Drei Orden. In Smaragd nicht ganz. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Ich hätte nicht erwartet, dass ich bei Walter verrecke. Jetzt muss ich... Eine Sache möchte ich noch ganz schnell nachgucken. Gibt es irgendwas, was mir eine bessere Chance gegeben hätte? Muss ich halt echt mal nachgucken. Ups, das war ein zu weit. Nee, war nicht, ja. Ich hätte Samurzel mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob mir das was gebracht hätte, aber ich hätte Samurzel mitnehmen können. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war einfach zu faul, weiter zu trainieren. Ich habe nur überlegt, ob ich einen Pokémon auswechsle noch, ob ich Quiekel am wahrscheinlichsten rausnehme. Ich hätte auch natürlich mindestens für die Zeit der Arena Wieso rausnehmen können. Ich habe überlegt, Rabautz, bringt mir das was, noch ein Kampf-Pokémon? Ich ging immer davon aus, dass als Kampf-Pokémon Makuhita reicht. Absolute Fehleinschätzung offensichtlich. Für Magneton hat es definitiv nicht gereicht, wobei ich glaube, dass Rabautz das auch nicht hätte besser machen können. Auch entwickelt. Möglicherweise war der Fehler, dass ich nicht zum Beispiel Tempo-Heap benutzt habe. Ich hätte Tempo-Heap natürlich mal wieder beibringen können. Wäre vielleicht nützlich gewesen, allerdings ist Tempo-Heap... Also, ganz klar, ich habe Makuhita überschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass Makuhita so viel Schaden nimmt. Deswegen, ich habe nicht erwartet, dass ich Tempo-Heap brauchen würde. Und ich weiß natürlich nicht, ob es mit Tempo-Heap funktioniert hätte. Und ich sehe jetzt gerade, dass mein Layout falsch herum ist. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Egal. Zumindest sind beide Spiele drauf. Ist mir schon mal passiert. Ja, das war's. Hiervon. Schade. Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und ich werde das garantiert nochmal machen. Dann wahrscheinlich halt mit anderen Editionen. Aber es ist witzig. Es ist nicht einfach. Sich auf beide Spiele zu konzentrieren, finde ich wirklich nicht einfach.
Vielleicht soll ich die Trankregel rausnehmen, wo ich auch nicht sehe. Auch hier, Beispiel ist Trankregel. Hier hätten mir mehr Tränke jetzt auch nicht geholfen. Außer ich hätte versuchen wollen, seine Schockwellen auszustollen. Schockwelle hat wie viel AP? 30? Das hätte ich nicht mal geschafft. Also, ist alles Quatsch. Nee, hat Spaß gemacht. Ich werde es definitiv nochmal machen. Ich hätte so eine witzige Idee. Zumindest irgendwie mit Gold und Hartgold oder so macht. Das wäre vielleicht auch mal eine witzige Idee. Wobei die Fate Engine wesentlich langsamer ist, deswegen wäre es irgendwie ein bisschen unpraktisch. Aber ich überlege mir das mal. Ja. Jetzt sollte ich mir übrigens zuallererst mal überlegen, was ich als nächstes mache. Denn ich habe nicht damit gerechnet, dass das Let's Play hier so abrupt enden würde. Was soll es. Wie gesagt, es hat trotzdem definitiv Spaß gemacht. Also würde ich mal sagen, trotz allem, was schiefgelaufen ist, bis zum nächsten Mal. Ciao. Beziehungsweise vielmehr, schönen guten Tschüss.